Caterpillar Incorporated hat den Start eines dreijährigen Projekts zur Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie mit Microsoft und Ballard Power Systems angekündigt. Das Projekt umfasst die Demonstration eines Stromversorgungssystems, das H2 Strom für die Backups von Rechenzentren verwendet. Die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen wird ein Stromsystem demonstrieren, das großformatige Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie verwendet, um zuverlässigen und nachhaltigen Backup-Strom für Rechenzentren zu erzeugen. Das Projekt wird teilweise mit Unterstützung des US-Energieministeriums im Rahmen der vom National Renewable Energy Lab unterstützten H2@Scale-Initiative vorangetrieben. Caterpillar wird seine Expertise in den Bereichen fortschrittliche Energietechnik, Steuerung und Systemintegration einbringen. Microsoft wird seine Expertise beim Design von Rechenzentren einbringen. Ballards Beitrag hat mit seiner Expertise im Brennstoffzellendesign zu tun. Gemeinsam werden sie eine 1,5 Megawatt Notstromversorgung und ein Steuerungssystem mit H2 demonstrieren, das die Leistung bestehender Dieselmotorensysteme entweder widerspiegeln oder übertreffen würde. Caterpillar ist der Hauptauftragnehmer des dreijährigen Demonstrationsprojekts für die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie. Die Energielösung im Demonstrationsprojekt wird mit H2 mit geringer CO2-Intensität betrieben. Microsoft wird der Host des Demonstrationsprojekts in seinem Rechenzentrum in Quincy, Washington sein. Ballard wird ein fortschrittliches H2-Modul liefern. Das NREL wird Analysen zu Technoökonomie, Sicherheit und Treibhausgasauswirkungen durchführen. Das Demonstrationsprojekt wird verwendet, um grundlegende Einblicke in die Fähigkeit zu gewinnen, Systeme von H2-Brennstoffzellen zur Bereitstellung von unterbrechungsfreier Notstromversorgung für Multimegawatt-Rechenzentren zu verwenden. Diese Rechenzentren müssen mit einer Verfügbarkeit von 99,999% mit Strom versorgt werden. Als solches wird das Projekt auch die Skalierbarkeit des Stromversorgungssystems untersuchen, wenn H2 mit geringer CO2-Intensität verwendet wird, einschließlich aller Aspekte von der Leistung bis hin zu Kostenaspekten. Dazu gehören die Nutzung der Systeme für den 48-Stunden-Betrieb mit Kraftstoff vor Ort, die Leistungsübertragungszeit und die Lastannahme. Diese Projektdemonstration der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie ist eines von 18 verschiedenen Projekten, die die OE-Finanzierung durch die H2@Scale-Initiative erhalten. Vielen Dank, dass Sie sich für hydrogenfuelnews.com entschieden haben. Verpassen Sie nicht Ihren kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven E-Book, melden Sie sich noch heute an. Folgen Sie dieser Geschichte und mehr auf hfn.de.